über Steinbock. Am 2. des Monats tritt Jupiter, der Planet der Möglichkeiten und des Glückes, in dein Sternzeichen ein. Du wirst mehr Kenntnisse und Vertrauen hinsichtlich der verborgenen Hintergründe einer Situation haben können. Am 3. des Monats bilden Venus und Mars einen Sextil. Das bedeutet, du wirst reibungslose Abwicklungen im Bereich deiner zwischenmenschlichen Beziehungen erleben. Du wirst dich zutrauen, mit einem Menschen zu sprechen, auch wenn du von ihm kein gutes Bild hast. Am 9. des Monats tritt Merkur in das Sternzeichen Schütze ein. Du hast viel Papierkram zu erledigen. Du dürftest dich mit vielen Dokumenten beschäftigen oder Briefe erhalten und versenden. Es wird notwendig sein, dich besser zu organisieren. Am 12. hast du einen Vollmond im Sternzeichen Zwillinge. Um eine entspannte Zeit erleben zu können, musst du eine Sache nach der anderen erledigen. Am 15. des Monats ist Jupiter in Steinbock Trigon Uranus in Stier. Jemand dürfte sich unerwartet bei dir melden, du hast den Mut, eine eigenständige Handlung zu ergreifen. Kurz vor Weihnachten, also am 22., ist Venus in Wassermann und sie bildet einen Quadrat zu Uranus in Stier. Meinungsunterschiede mit einem anderen können vorkommen. In der Liebe wirst du bereit sein, ein hohes Risiko einzugehen. Hierbei werden sich neue Wege für dich öffnen. Am 26. hast du eine Finsternis im 4 Grad Steinbock. Bis um Silvester wirst du dich etwas zurückziehen, um eine bessere Perspektive von zukünftigen Möglichkeiten zu bekommen. Und dann am 30. bilden Merkur und Uranus einen Trigon. Höchstwahrscheinlich wirst du mit Freunden feiern gehen oder eine unerwartete Einladung bekommen. Du wirst neue Dinge erkundigen, die dir Spaß machen. Lieber Steinbock, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose. An dieser Stelle wünsche ich dir frohe Weihnachten und frohes neues Jahr 2020. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.